schon abgeholt. Wir machen heute eine Tour nach Chiang Rai und gucken uns dort die Tempel an. Wir haben uns dafür entschieden, in Chiang Mai die Unterkunft zu behalten und von hier aus einfach ein paar Tagesausflüge zu machen. Weil die Unterkunft so cool ist. Ja, genau. Ey, mega. Und ja, da geht es heute dann gleich mal mit einer ordentlichen Tempeltour für uns los. Wir melden uns später. Später. Ihr Lieben, und hier sind wir jetzt in der Region Chiang Rai angekommen, an den heißen Quellen. Die sollen hier rund 97 Grad heiß sein, also da können wir quasi Eier drauf kochen oder drin kochen. Ja, geht ganz schön ab. Also hier hinten auf der anderen Straßenseite ist sogar nochmal so ein heißeres oder nochmal ein krasses Ding, das noch mehr spritzt. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Hier überall sind so heiße Quellen.
das Toilettenhäuschen. So, jetzt sind wir beim Heiligen Wasser angekommen und hier wirft man ganz offensichtlich Münzen rein für Glück. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal. Mal sehen, ob Anna trifft. Das war schon mal nix. Achso, ich soll da treffen? Ja, du sollst in die Mitte treffen. Weißt du? Ja klar, da. Ja gut, nochmal. Ich glaube, der war getroffen. Mega. Nochmal. Ich habe ganz viel Glück. Oh. Wow, darf ich auch ein? Ja. Soll ich? Oh. Könnte. Der Tempel heißt übrigens Wat Ron Kun. Und der Architekt ist 57 Jahre und hat einen ganz interessanten Namen. Und zwar heißt er Chalam Chai von Sitpipat. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. An der nächsten Station hier am Blauen Tempel, und zwar der Blaue Tempel oder der Blue Tempel, den Namen tatsächlich von der Farbe bekommen. Man sieht, der ist ganz blau, auch wieder mit ganz viel Gold. Und was wir gelernt haben ist, das hier ist tatsächlich der Drache, der Schlangengott soll das sein. Und der steht für Let it be. Ja? Let it be. Let it be. Also einfach loslassen und frei sein. Hey Leute, es ist wieder soweit. Es ist knallheiß geworden, beziehungsweise ich fühle mich immer heißer. Meine Mütze muss mal wieder auf. Wir sind jetzt angekommen im Black House. Das ist ein Museum und eigentlich ist es ein Black House Village, denn hier gibt es ganz, ganz viele Black Houses. Die sind nachempfunden vom Künstler Taban Duchani gebaut und nachempfunden den Wikingerhäusern in Norwegen. Wie man sieht, sitzen wir hier in so einer kleinen Chill-Out-Lounge mit so schönen Messern im Hintergrund oder ja, irgendwelchen, also auf so Holzbänken. Ja, ganz schön hier, aber die Kunst. Ja, also tatsächlich relativ makaber, total viel Tier,
Tierhäute, Felle, Hörner und so weiter verarbeitet. Ich glaube, der Grund, weshalb der Künstler sich für diesen norwegischen Stil entschieden hat, ist, dass seine Kunst hier in Thailand nicht so Anklang gefunden hat. Er ist dann nach Deutschland gegangen für einige Jahre und von dort aus hat er Kontakte nach Norwegen geknüpft. Und die fanden das total stark. Und so ist es dann auch entstanden, dass hier diese Häuser, diese typisch norwegische Form, beziehungsweise, was Anni schon gesagt hat, diese Wikingerform, Wikingerhäuser irgendwie nachempfunden wurden. Ja, und also es ist irgendwie alles aus super massivem Material, aber wie gesagt, unfassbar viele Hörner, Schlangenhäute. Genau, Schlangenhäute, Krokodile, ganz, ganz viele Krokodile, sowohl als Tischschmuck als auch als Teppich. Gewöhnungsbedürftig. Ziemlich entspannt gerade. Sind wir schon wieder müde? Fertig mit der Tour. und es wartet noch eine Station und dann kommt das Highlight. Die zweieinhalbstündige Rückfahrt. Huhu! Ja! Hier drin so kalt und das einzige weitere Kleidungsstück, was wir mit haben.